Willkommen zurück bei XCOM. Wir haben mittlerweile nach unserer desolaten Mission, bei der wir probiert haben, die Alien-Station zu stürmen und unser ganzes Top-Team verloren haben, haben wir jetzt, glaube ich, wieder ein Team zusammen, was vielleicht sogar schon in der Lage wäre, diesen Einsatz zu erledigen. Je nachdem, wie es mit der Panik aussieht, werde ich diesen Einsatz nochmal gegen Ende des Monats starten. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ansonsten haben wir vielleicht noch eine UFO-Mission vorher. Also ich denke aber, dass wir Ende des Monats den Alien-Stützpunkt angreifen müssen. Weil man jetzt auch langsam merkt, uns gehen sogar die Forschungsprojekte aus. Forschungscredits haben wir auch nicht so viele. Nun gut. Gegenstände ausliefern, gerne. Hat das jetzt auch irgendeine Panik gesenkt? Ich vermute mal nicht, oder? Nee. Ich habe tatsächlich jetzt kein... Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ich habe keine Forschung mehr. Finde ich ja super. Ich habe jetzt aber die Möglichkeit, sehe ich das richtig, Plasmakanonen für meine Flieger zu bauen. Eieieiei, beim nächsten Mal. Das heißt, wenn ich dann die neuen Raumschiffe baue, wir müssen eigentlich diese Mission machen. Wie sieht's denn aus? Kaserne. Ein Tag ist unser Spezi noch verletzt. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir haben den 28. August Angriff auf Alien-Stützpunkt. Wir haben das gleiche Team wie letztes Mal, wobei ich mal gucken möchte. Wir hatten doch auch noch hier Scully. Scully ist aber schlechter als Nigri. Was wir aber schauen müssen, ist bearbeiten, Bewaffnung. Ob hier noch irgendjemand ganz genau. Ne, er hat auch nur eine Schalenrüstung. Hat hier noch irgendjemand eine Titanrüstung an? Skelettanzug. Ich wüsste doch sonst niemanden, der die anhaben könnte. Nun gut, Einsatz starten. Unser zweiter Versuch mit dieser Mission. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Beginne den Angriff. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Ich habe es aber schon mal versucht. Erzähl doch keinen Scheiß. Zah. Wir agieren jetzt hier mit äußerster Vorsicht. Diesmal kriegen wir das hin. Wir haben nur zwei Medikits, wir haben nur zwei Raketen. Aber wir haben bessere Waffen, wir haben bessere Rüstungen.
diesmal können wir es schaffen. Gott allein weiß, was sie mit diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Los jetzt. Wenn wir die Mission verkacken, heißt es übrigens wahrscheinlich Schluss für XCOM, dann machen die uns den Laden dicht. Wie haben die denn hier die Ansicht gedreht? Was ist das denn für ein Quatsch? Okay, wir haben wieder den rechten Weg, den mittleren Weg. Oh, Moment mal. Es gibt diesmal nur zwei Wege. Die haben das Layout der Basis seit dem letzten Mal geändert, was ja sehr wahrscheinlich ist. Wir bewegen uns aber sehr, sehr vorsichtig. Im Sinne von diesmal wirklich übervorsichtig. Ja, ich werde jetzt tatsächlich diese Mission so spielen, wie man normalerweise eine Schwierigkeitsgrad Impossible spielen würde. Das heißt... Achso. Das heißt, man bewegt sich wirklich nur in den Spuren des Vorgängers und sobald man ein Alien auslöst, hält man an. Schaut sich die Situation ganz genau an. Tja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. So. Psst. Hört ihr das? Weiß ich nicht. Verdammt, Feind lebt noch. Steht noch. Ich hätte erwartet, dass wenigstens einer trifft. Sie umgehen mich. Wer mit der besten Kanone? Benutzt die Sau. Wieso ist der denn jetzt an einer Position, wo wir ihn nicht mehr sehen können? Was ist das denn für ein Quatsch? Ich hoffe, er bewegt sich jetzt noch ein bisschen weiter nach oben, damit wir ihn wieder im Sichtfeld haben. Was? Nein! Was ist los? Nein! Das ist nicht richtig! Das ist nicht richtig! Hat er wen getroffen? Haha, sehr gut! Leute, die in Panik geraten, aber dann treffen,
sind mir die allerliebsten. So, wie sehen denn hier die Chancen aus? 98 und 0. Also. Sie sieht aber auch nur den einen. Erstmal aus der flankierten Position wegbewegen und dann den Schuss abfeuern. Sehr gut. Er ist nicht flankiert. 75-60, 75-60. Er hat noch ein bisschen mehr Energie. Also nehmen wir ihn. Das sieht gut aus. Was hat sie denn für Chancen zu treffen? Sieht gerade nicht so gut aus. Sie ist aber auch noch flankiert. Wir gehen mal in die Vollen. So, bis zu 6 Schaden. Was sagt denn die Laserpistole? Was? Justiere Zielvorrichtung. Sie verlieren am Boden. Was soll das denn? Ich mag das nicht, wenn Leute in Panik sind. Observiert. Geschwindigkeit. Nachgeladen. Kann weitergehen. Wie gesagt, wir gehen das ganz langsam an. Wieder am Start. Was mache ich mit ihr? Sie hat nur noch 4 Trefferpunkte. Wenn ich das Medikit verbrauche, ist das wenigstens etwas. Es ist eben wenigstens etwas. Machen wir so. Solange sie etwas länger lebt, kann sie auch noch länger für mich schießen. Yeah.
ist sie denn? Ach, die steht direkt da vorne. Sehr gut, Feldposten, jawohl. Alles sehr, 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 sehr langsam. Psst! Hört ihr das? Dann wollen wir doch mal schauen. Ne, wir schicken tatsächlich den Madman zuerst rein. Wir haben da drin so gut wie gar keine Deckung. Es geht los. Was muss ich jetzt riskieren? Hab ihn weggefegt. Ganz genau dafür ist diese Shotgun ja da. Nehmen wir 83. Gar keine Diskussion. Die Schweine müssen weg. Da die Tür ziemlich eng ist, machen wir das tatsächlich so, dass wir die hintereinander aufbauen. Weil sich selber erschießen können sie nicht. Dass wir da noch eine etwas bessere Ausgangsposition haben. Aufgepasst, der Feind rollt an! Stehen unsere Chancen. 54-10, 46-10. Gerade gesprintet. Ja, bin ich. Getroffen. Auch ein Nachschub. Okay, immer mit der Ruhe. Niemanden, Feldposten. Er sieht auch niemanden. Macht er eben. Aber bevor ich das festlege. Ja, komm. Gute Chancen. Ja! So, dann kann ich ihn nämlich doch nach vorne bewegen. Und ihn hier vorne mit seiner Laserpistole in den Feldposten schicken.
Kann weitergehen. Hier müssen wir dringend mal nachladen. Nachgeladen. Was für eine Deckung ist das hier? Das ist gar keine Deckung. Also bewegen wir uns da auch nicht hin. Nein, das war... Das war gespurtet. Bereit, diese Tür zu stürmen. Ah, wir haben hier sogar noch einen Feldposten. Sehr schön. Sniper in zwei gute Positionen bewegen. Rechte Seite und linke Seite, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, sehr schön. Ja, ich rechne damit, dass in der Richtung noch was ist. Wie ihr seht, ich bleibe auf einer Seite, stürme nach vorne und wenn sie mich angreifen, sollen sie machen. Geht also sowieso darum. Das heißt, ich muss mir hier gar nicht so große Sorgen machen. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil die Dinger, die haben einen sehr schicken Explosionsradius. Trotzdem benutze ich sie jetzt als Deckung. Von zwei Seiten. Wir haben keine Aliens ausgelöst, also müssen wir auch nicht zwangsweise in Deckung sein. Das ist ein etwas riskanteres Spiel. Aber so kriege ich wenigstens meine Sniper auch nach vorne bewegt. Da draußen ist irgendwas. Feind in Sicht. Okay, wir haben da vorne eine Cyberdisk. Machen wir da mal einen Run in die Gasse raus. Was sehe ich denn? 30% ist nichts, 62% ist gut. Probieren wir doch mal ihn hier zu erwischen. Ja, das war leider nichts. Die wirklich guten Schnitte. Das muss man mal sagen. 43, 43, 83. Wir nehmen die 83. Sehr gut. Wunderbar.
64, 64, 100. Da waren es nur noch zwei Trefferpunkte, die dieser kleine Scheißer am Start hat. Ja, wo auch immer ich mich hinbewege, das funktioniert nicht. Hier habe ich ein ähnliches Problem. Immerhin kann ich mich in eine Position bewegen, wo ich wen sehe. Komm ich. Die Cyber des. Ja, ja, ja! Getroffen! Cyberdisk erledigt. Ah, wo haben wir hier irgendwo eine Deckung, die nicht von diesen kleinen Scheißern erwischt wird? Ich nehme mal diese Position und gönne ihm hier den Feldposten. Vielleicht sieht er sie ja im richtigen Moment vorbeiflitzen. Ja, sehr gut, sie treffen nicht. Nicht so ganz das Wahre. Daneben geschossen. 43%. Was haben wir hier für eine Trefferchance? 75. Probieren wir den doch. Sehr schön. Treffer. Ist ausgeschaltet. Nachladen. Oh yeah. Ich brauche eine Nachladerunde. Rock'n'Roll. Und vielleicht eine etwas bessere Positionierung. Das ist auch sehr wichtig. Nachladerunden einlegen. Nee, mit ihm bewege ich mich jetzt nicht da vorne in die Ecke, weil nachher löse ich noch irgendwelche Aliens aus. Bleibt jetzt schön da, wo er ist. Sowas haben wir nämlich unseren Gehe zum Angriff über. Mad Man. Ziel in Sicht. Ja, da oben ist da seine Gruppe. Sie rücken vor. Das heißt, der da unten kriegt jetzt eine volle Breitseite. Frank. Frank, 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 was machst du? Das ist, glaube ich, die bessere Ansicht jetzt gerade. Hier unten ist eine gute Idee.
Schuss ist blockiert. Kriege ich nicht hin. Probieren wir aber den Schuss mal. Gibt's leider daneben. Sehr schön. Wir sehen uns in der Hölle. Einer weg. Komm schon, der muss weg. Der muss weg. Scheiße. Schiff hat nicht gesessen. Das heißt, ich muss jetzt hier mit denen ausschalten. Dann darauf hoffen, dass der Kollege da oben irgendwas Dämliches macht. Sie wollen sich zurückziehen! Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Im Speziellen, dass der Kollege gerade eben nicht getroffen hat. So, wie sieht's hier aus? Probieren wir. Ich aber auch nur, weil ich hier hinten noch ein paar Sniper versteckt habe, die sich den Kollegen greifen können. Mit ihm hier kann ich jetzt gerade nur sporten. Ich brauche meine Sniper. Oh, ihr seht ihn nicht. Er sieht ihn nicht, aber er kann ihn sehen. Riskanter Schuss, aber er macht ihn. Ja! Also. Ganze fantastische. Fällt das? Jo. Feldposten, ja. Feldposten, ja. Und er darf oben auch mal den Feldposten machen. So, jetzt muss ich aber mal schauen, wie geht denn die Map hier weiter? Ich will mich am liebsten hier oben rum bewegen. Nein, Nachladen ist noch nicht nötig. Die haben alle nur einmal geschossen. Bei den Heavys ist Nachladen allerdings nicht verkehrt. Zeit zu killen. Laden. Jawohl. Wieder am Start. Wieder am Start. Bringt sie zur wieder Strecke. Run and Gun und rein da. Okay, Feldposten. Das heißt, bis zu diesem Punkt können wir sicher vorrücken.
Zwei Sniper in einem Team sind auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil für mich. Bei ihm hätte ich vielleicht die Waffe nachladen sollen. Still! Habt ihr was gehört? Okay, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann sind hier genau auf der anderen Seite welche. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir das angehen? Am besten die Map drehen und uns mal minimal in die Richtung bewegen. Denn die werden ja sehr wahrscheinlich zu uns kommen. Nein. Verklickt. Feldposten, ja. Den Gefechtsscanner kann ich doch auch noch in der zweiten Runde abfeuern. Das heißt, ich bewege mich gerade noch die zwei Schritte nach vorne und knall dann mal so ein Ding hier rüber. Empfange Signal vom Gefechtsscanner. Da bewegen. Schalten wir es mal einen von den beiden aus. Und weg. Ziel in Sicht. Sie verlieren meinen Boden. Sie umgehen mich. Zweiter Sniper. Bada bing! So, deshalb sind Battlescanner immer sehr, sehr nützlich. Jetzt können wir uns auch schon weiter bewegen. Nachgeladen. Schritt für Schritt. Noch mal anzumerken. Bevor ihr denkt, wir würden hier schnell machen. Nein, nein. Wir machen hier wirklich Schritt für Schritt. Nee, das spare ich mir auf dafür, wenn ich durch die Tür rein will. So, unsere beiden Sniper. Lassen wir jetzt mal flitzen. Weil er hier dringend mal nachladen muss. Ihn lasse ich also nicht so weit flitzen. Alles wieder im grünen Bereich. Ah, ja, durch die Tür ist jemand. Damit rechne ich. 100%. So. Ihn hier positioniere ich direkt hinter der Tür. Weil er die stärkste Waffe hat. Mit Feldposten, das heißt, wenn da einer durchstürmt, dann erwische ich den direkt. Er kommt auf die andere Seite. Er muss auch nicht gerade in Feldposten sein. Sie hingegen, starke Waffe, Feldposten. Sie hingegen wieder, relativ schwache Waffe, andere Seite. Unser Chief Sniper geht nur ein Stück nach vorne, weil ich bei ihm auch mal nachladen möchte.
Packen wir es an. Und er kann jetzt mal ein bisschen aufholen. So, wie sieht denn dahinter die Situation aus? Da ist also wieder ein langer Gang, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir doch mal rein. Okay, ein langer Gang, aber mit Deckungsposten. Das gefällt mir. Erste Deckung. Zweite Deckung. Türdeckung. Hier hätten wir Türdeckung. Und ihn hier stelle ich mal an die Position. Sieht ja auch ein bisschen was. Was ich gerne mal kontrollieren möchte, ist, ob es hier noch einen zweiten Gang gibt. Nee, das ist der einzige Gang. Die Basis scheint mir tatsächlich seit unserem letzten Angriff kleiner geworden zu sein. Wir bewegen uns weiterhin nur schrittchenweise vorwärts. Gerade hier in so einem Flaschenhals. Wenn da einer durch die Tür durchkommt und wir hier gerade keinen auf Feldposten haben, dann können wir das ja direkt vergessen. Ist immer schade, dass die Heavys sich so wenig bewegen können. Oder so wenig weit, um es mal so auszudrücken. Ihr seht, wir stellen die Sniper einfach in den Raum, weil, wie gesagt, wenn wir keine Aliens ausgelöst haben, dann können die auch nicht auf uns schießen. Das ist eine Sache, die ich mittlerweile gelernt habe. Hat ein bisschen gedauert, bis ich sie gelernt habe, aber mittlerweile habe ich es drin. Feldposten, wie ihr seht, ist hiermit die wichtigste Sache, die ich in diesem Spiel benutze. So. Es geht also los. Wir haben den Eingang umstellt. Da draußen ist irgendwas. Wir haben ja seine Lücke und dann geht es nochmal weiter. Es scheint eine große Donutform zu sein, ein großer Ring. Machen wir doch mal die Tür auf und sagen Hallo. Und wir sehen nichts, außer dass wir hier ganz gute Deckung haben. Ah, wobei ich da jetzt doch erstmal noch schön hier zum Gefechtsscanner greife. Den hier erstmal reinhaue. Ich sehe alles. Da gibt es also auf jeden Fall erstmal nichts zu sehen. Bewegen uns also hier vorne hin. Ah, Moment. Da hinten sehe ich ein paar Mutons. Die
ich aber jetzt bisher noch nicht ausgelöst habe, was schon mal sehr gut ist. Okay, was ist das hier für eine... Okay, es geht hier also nach rechts noch weiter. Das heißt, hier hinten könnten sich auch noch gut Aliens von jeglicher Art verstecken. Geht sogar oben noch höher. Das schmeckt mir nicht so wirklich und das gleiche Spiel geht in die andere Richtung. Würde ich aber fast mal sagen, wir nutzen unsere erhöhte Position. Feindkontakt. Um den Jungen sie erstmal ordentlich einzuverblenden. Feind ausgeschaltet. Gut. 6 ist nicht so viel, wie ich erhofft habe, aber immerhin. Und wenn er jetzt sich in unsere Richtung bewegt, haben wir dadurch natürlich sehr gewonnen. Sie müsste eigentlich 2-mal schießen können. Komm noch einen Schritt näher. Wie wär's mit noch einer Portion? Du Sackratte. Den Kill geben wir wieder Nigri. Oder auch nicht. Und tschüss. So, ihn bewegen wir jetzt auch noch hier rein. Überwachungsposition. Weiter geht's. Aufgepasst, der Feind rollt an. Passt auf die Flanken auf, sie rücken vor. Erleben. Okay, zugegebenermaßen sehr bescheidene Situation für uns gerade. Da unsere Deckung nicht wirklich das Wahre ist. Jetzt ist die Frage, wie gut haben wir denn jetzt hier die Schussmöglichkeiten? Ihn kann ich zum Beispiel noch bis hier bewegen. Das ist zumindest eine Deckung. Die Shotgun aus der Distanz in die Schnauze rein. Das muss wehtun. So, er hier in der Position, der ist. Besser kann ich ihn eigentlich nicht positionieren, zumal er auch schon Deckung hat. Ah, Moment, Rückmarsch, Marsch. Wir haben doch noch eine Schredderrakete. Benutzen wir doch erstmal die. Feuerwehr-Schnellerrakete. Jetzt habe ich natürlich meinem einen Kollegen hier die Deckung verkackt. Was nichts macht, wenn ich die Viecher jetzt erledige. Dafür haben wir doch einen Sniper dabei, oder?
Das ist nicht gut. Mr. Johnson, wie sieht's aus? Was hat er für Trefferchancen? 33% ist definitiv zu wenig. Deshalb bewege ich ihn in diese Position. Und vielleicht ist das dann besser. Wir probieren es. Es muss... Ja! Ja! X-Ray ausgeschaltet. So, wohin bewegen wir uns weiter? Lass mal gucken. Hier oben haben wir also so Bereiche. Aber eigentlich wollen wir ja hier hinten diesen Raum auschecken, nicht wahr? Und was ist eigentlich... Wir haben hier noch eine Etage höher, wenn ich das richtig sehe. So, ihn hier bewegen wir erstmal in vernünftige Deckung. Und lassen ihn nachladen. Oh yeah! Ah, wir haben aber keinen Aliens ausgelöst, also müssen wir eigentlich auch nicht nachladen. Müssen wir also auch keine Deckung suchen. Fertig, bereit. Also bewegen wir uns jetzt mal gerade mit ein bisschen sehr, sehr großen Eiern. Geladen und entsichert. Bin bereit. So, er hat noch genug Schuss, dass ich ihn zum Wachmann erklären kann. Und er hier ebenso. Feldposten und go! Oh, das war der Falsche. Ihr merkt die Spannung. Ihr merkt mir, glaube ich, die Spannung an. Weil ich jetzt Chancen habe, dass ihr endlich mal zu rocken. Mein Team diesmal wesentlich stabiler kämpft. Hört ihr das? Er kommt von da vorne rechts. Also bewegen wir uns doch mal genau dahin. Er sitzt da oben auf seinem kleinen Trönchen und massiert sich sein kleines Krönchen. Hört ihr das? Und kriegt sie jetzt mit dem ganz großen Knüppel auf den Sack. So, die Sache ist die, er ist da auf erhöhter Position. Wenn ich vorne rum rangehe, ich kann aber nur vorne rum, hier hinten rum führt der überhaupt keinen Weg. Außer vielleicht... Chance. Gehe in Feuerposition. Wir müssen einen vorschicken, der die Sache auskundschaftet. Es sieht beinahe wie eine größere Version des Sektoids aus. Aber nur beinahe. Was ist das für eine Energie?
Wir sollten vorsichtig sein. Denken Sie daran, was bei unserer letzten Begegnung mit diesem Alien passiert ist. Moment, Moment, Moment. Der hat sich gerade in diese Position bewegt. Ist das dein Ernst? Ich habe nichts dabei, um ihn zu fangen. Aber ich habe eine riesige Shotgun aus 1 Meter Entfernung. Die aber noch nicht mal trifft. Jetzt einfach jeder mal einen Schuss. Werfe Rauch! Ist doch am Arsch! Mit diesem Gerät haben wir Ihnen eines Ihrer letzten Geheimnisse entrissen. Wir müssen so schnell wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Jetzt, wo wir Ihnen dieses Gerät abgenommen haben, sollten wir uns auf eine aggressivere Vorgehensweise der Aliens einstellen. Ich bezweifle, dass Sie über diesen Verlust begeistert sind. So macht man das! Astrein! Saugeil! 22, kein verloren! 22 verfickte Aliens! Das Team. Die kriegen jetzt alle irgendwas Besonderes. Central, hier Big Sky. Der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Probe. Ha! Verstanden, Voodoo 3-1. Wir sehen uns. Central out. Alles in Ordnung, Doktor? Finden Sie nicht, für eine Siegesfeier ist es noch ein bisschen zu früh? Wir haben gerade deren Befehlszentrale neutralisiert. Auf dem ganzen System gibt es keinen weiteren Alarm. Und wir haben ihren Anführer erwischt. In meinen Augen ist das ein Sieg, Doktor. Ja, stell dich mal nicht so an. Ich feiere das gerade auch. Weil ich tatsächlich vom Pferd gefallen bin beim ersten Versuch dieser Mission und ich habe mich jetzt langsam wieder rangekämpft und die Mission war astrein. Die Aliens haben nur einen einzigen Treffer ganz am Anfang gelandet. Ich hatte aber auch das Gefühl, es war einfacher als beim letzten Mal. Aber eigentlich müsste in etwa die gleiche Alien-Menge gewesen sein. Ich war einfach schlauer. Sehr, sehr langsam, aber schlauer. Commander! Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die versteht, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist. Die Existenz dieses Artefakts, von dem wir annehmen, dass es sich um ein Kommunikationsmittel handelt, wirft die Frage auf, ob der Sektoid-Anführer der Kommandant der Aliens war und mit wem oder was er kommuniziert hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um dieselbe Kreatur wie bei unserer ersten Alien-Begegnung handelt. Ganz sicher. Wie wir beobachtet haben, ist es irgendwie in der Lage, seine Gedanken als Waffe einzusetzen. Wenn wir das Hirngewebe dieser Kreatur untersuchen, können wir diese Fähigkeit vielleicht auch für unsere Zwecke nutzen. Annehmen, ja. Alle wurden sie befördert. Großartig. Schnellfeuer kriegt er. Ja, musste dir mal überlegen. Als Corporal hat er die Aktion mitgerissen. Kriegt jetzt natürlich die 3 Medipacks. Was kriegen wir hier? 2 Granaten oder... Und allen Raketenangriffen um 2 Felder. Jawolski! Hier gibt es ebenfalls jetzt 3 Medipacks. Saugeil.
Hier haben wir jetzt endlich unseren ersten Kernel. Das hier ist eigentlich wesentlich genialer. Wenn ich also ein Ziel, das ohne Deckung ist, da habe ich schon... Muss ich gar nicht überlegen. Ich hatte da mal eine Mission, wo die Gegner alle nicht in der Deckung waren. Und dann habe ich Schuss nach Schuss nach Schuss nach Schuss. Das war hier so eine Alien-Mission. Also so ein Stützpunkt. Und die sind mir alle einfach immer weiter in die Sicht gelaufen. Und da habe ich mit einem Sniper sie alle weggemacht. Das war so genial. Also jetzt ist die Sache, Reflexschuss hatte ja sowieso nur die Laserpistole. Ich mach's trotzdem. Weiter geht's. Oh, zieh dir mal rein, was ich hier alles habe. Yeah. Panik hat sich weltweit um 2 abgeschwächt und genau deshalb muss ich diese Mission jetzt am Ende des Monats machen. Sonst hätte ich... Wir bleiben in Kontakt, Commander. Einiges verloren, wenn du dir das jetzt anguckst, wie es weltweit aussieht. Wunderbar. Wunderbar. Schön. Schön, 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 schön. Na, dann gehen wir noch gerade auf den schwarzen Markt. Wir haben ja so viele Sachen hier mitgenommen. Alien-Stasis-Tank, Alien-Nahrung, UFO-Energiequellen, ja, Alien-Chirurgie. Wir haben ja auch einige Sachen in die Luft gesprengt da, mal ganz ehrlich. 13 hiervon, jawolski. Alien-Nahrung, braucht ja auch kein Schwein. Alien-Unterhaltung, Ich glaube, wir brauchen aber von jedem Körper maximal 10. Der letzte Kontakt war ein Fehlalarm. Wahrscheinlich nur ein weiterer betrunkener Pilot, der auf einem Langstreckenflug eingeschlafen ist. Handel abschließen. Ich habe gerade 440 Kracher verdient. Zurück. Zurück. Technikabteilung. Nein. Moment. Kaserne. Offiziersschule. Stirb nicht weg. Je höher der Rang eines Soldaten, desto höher die Chance, dass er nur kritisch verwundet wird und nicht getötet wird. Kauf. Genial. Baue, kaufe Gegenstände. Und jetzt bauen wir uns mal einen von denen hier, wa? Oder haben wir noch irgendwelche neuen Waffen, die wir gerne mal bauen möchten? Plasmagewehr haben wir noch gar keins gebaut. Das stärkste Standardgewehr, was im Spiel ist. Wir haben bisher immer nur das Leichte benutzt. Das nur mal so als Info. Ne? Es ist unmöglich, dass die Aliens dies vorhersehen konnten. Wir haben ihr gesamtes Nachschubnetzwerk zerstört. Damit ist es natürlich nicht vorbei. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ihre restlichen Schiffe finden und beenden, was sie angefangen haben. So, dann fangen wir mal an mit der Autopsie. Eine hochgefährliche Spezies, Commander. Auch wenn das Erscheinungsbild der Kreatur weniger angsteinflößend ist, ist ihre psionische Kraft vielleicht größer als bei allen anderen. So, nachdem wir das also alles angestoßen haben, gehe ich gerade noch mal kurz in die Technikabteilung. Ich habe für das alles hier nicht genug Geld, ist mir aber egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben endlich die Alien-Basis eingenommen. Ab jetzt läuft es, glaube ich, wieder gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing.